Danke, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst, ein paar Fragen für uns zu beantworten. Terminkalender ist sicherlich ein gedrücktes vor den Spielen. Welche Rolle spielt denn das tägliche Training in deinem Leben und wie bereitest du dich auf einen typischen Wettkampftag vor? Tägliche Training ist einfach für mich, ich liebe es, rauszukommen, Vollgas zu geben, einmal sich auszupowern. Meine Wettkampfvorbereitung geht auch viel um Ernährung. Ganz klar, dass ich Kohlenhydrate versuchen zu reduzieren, um die Entzündungswerte in meinem Körper zu senken. Ich meine, ist nicht jedermanns Sache, aber für mich habe ich ganz klar festgestellt, dass die Form von Ernährung für mich mir einen extremen Energieboost gibt. Und dann bin ich einen Tag vorm Wettkampf, visualisiere ich einmal das Spiel, wir gucken uns natürlich Videoanalyse an von den Gegnern, Stärken, Schwächen. Besonders auch eine Aufschlagssituation, das fällt vielleicht oft nicht so auf. Man denkt, es ist einfach nur, schlägt auf und retourniert den Ball. Aber im Endeffekt gibt es da ganz, ganz klare Muster beim Menschen und du versuchst immer einen Schritt voraus zu sein. Und mein Hauptziel ist es meistens, wirklich die Schwächen der Gegner rauszupicken. Das klingt jetzt ein bisschen fies, aber und die einfach dauerhaft anzuspielen. Oder wenn die Stärken haben, die einfach nicht zu den Stärken kommen zu lassen. Einen Tag vorher visualisieren, wie ich gesagt habe, da gehe ich oft vorm Schlafen einmal alles durch. Wie möchte ich auf dem Feld stehen? Welche Ausstrahlung habe ich? Versuche dann einfach mir vorzustellen, wie werde ich meine Taktik dann genau rüberbringen? Wie stehe ich bei der Aufschlagssituation da? Und einfach das Spiel einmal im Kopf schon mal abzuspielen, sodass man einfach einen Schritt voraus ist und schon mal auf dem Spielfeld gespielt hat. Welche waren bisher die größten Herausforderungen in deiner Karriere und wie hast du die gemeistert? Größte Herausforderung tatsächlich, mir fiel es immer sehr lange, sehr leicht Vollgas zu geben. Immer so ein bisschen Energie übrig und kann einfach sehr viel trainieren und mich da voll reinfuchsen. Nach der WM, nach der Bronzemedaille war es tatsächlich so, dass ich ein ganz schönes Tief hatte, habe mich da auch über ein halbes Jahr extrem gequält, was Ernährung, was Athletik, Badminton-Training, eigentlich alles anbelangt und hatten ja auch da einen großen Erfolg, aber danach habe ich gemerkt, eine Art Energielosigkeit, die ich vorher nicht kannte und das war dann ganz, ganz schwer erstmal, weil irgendwie dachte ich mir, komm, ich will weiter Gas geben, ich will besser werden und hatte auch gerade nach der Medaille diesen Ansporn einfach weiterzumachen und nochmal einen draufzulegen. Aber diese Energielosigkeit, die zu handeln, war tatsächlich für, ich würde sagen, 4-5 Monate hatte ich damit zu kämpfen. Mittlerweile? Ist das Geschichte. Ist eigentlich eine ganz witzige Story. Ich hatte meinen Athletik-Coach, der ist auch sehr gut vernetzt und hat dann halt auch sich alles angeguckt und haben dann so eine kleine Blutanalyse gemacht. Aber hat er dann irgendwann gemerkt, wir kommen nicht weiter. Hat er auch versucht mit allem, mit Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter, das so zu steuern, dass ich da langsam auch wieder vorwärts komme, weil er halt auch einen Nährstoffmangel vermutet hat. Und gleichzeitig hat er aber bei Mitocare angefangen, ich glaube als Therapeut, ja, ich glaube, der hat diese Zellmedizin-Ausbildung oder so gemacht. Und dann war der natürlich in dem ganzen Mitocare-Umgebung mit drin und hat dann direkt zu mir gesagt, pass auf, nimm mal die Produkte, die drei Sachen oder vier Sachen. Ich glaube, ich hatte Curcumin-Booster, Aminosäuren-Sport, Mitochondrien-Sport und Premium-Mineralien. Das war aber so ein bisschen so ins Blaue rein noch, weil es sagte, einfach alles einmal abgedeckt, so, das ist die Basis. Dann habe ich nach einem Monat schon gespürt, so, geil, ich habe wieder Energie, ich kann wieder mal, da war so ein einzelner Tag dabei, wo ich so richtig Vollgas geben konnte. Und das war dann für mich auch kein Zufall, weil wir da lange halt davor auch gekämpft haben, irgendwie zurückzukommen. Und danach ist der Kontakt erst entstanden zu Mitocare und dass wir vielleicht so eine Partnerschaft aufbauen. Und ich war halt dann einfach, das Vertrauen von meiner Seite aus war dann da. Einmal, weil der Athletik-Coach einfach mir sagt, das ist super und ich weiß, wenn er das sagt, der kennt sich sehr gut aus. Ist jetzt kein blindes Vertrauen, aber
Ich weiß, was er weiß, und das ist echt viel. Und von daher war ich dann sehr happy, dass diese Kooperation zustande gekommen ist. Welche Emotionen, Gedanken waren denn sofort da, als du wusstest, dass du dich dieses Mal wieder qualifiziert hast? Das ist das dritte Mal, dass du jetzt quasi dabei bist? Ja, also zweimal als Spieler selbst, einmal als Sparringspartner. Das Jahr war ein Auf und Ab, weil ich auch eine kleine Knieverletzung noch hatte. Und ich so in die Olympia-Quali spielen musste, 20 bis 30 Turniere, kurz nach einer Arthroskopie. Dementsprechend war es Stress pur, kann man sagen, in diesem einen Jahr. Die Freude war natürlich da, dass ich im Doppel qualifiziert war, recht früh auch. Aber ich war im Mixed gleichzeitig noch nicht qualifiziert. Und deswegen war das so ein bisschen schwierig, auch den Partnern gegenüber. Ich wollte in beiden Disziplinen dabei sein. Mix ist nochmal so ein bisschen laufintensiver. Ist halt einfach, Doppel geht oft auch einfach um Schnelligkeit, Kraft und wer macht vielleicht am Ende nicht den Fehler. Und im Mix ist es nochmal sehr taktisch, läuferisch. Es ist ein bisschen so eine Mischung zwischen Einzel und Doppel. Und es war dementsprechend mit einem nicht ganz so fitten Knie dann schwieriger und auch die Voraussetzung war so schwer wie noch nie, sich zu qualifizieren. Also zum einen war ich irgendwie happy, irgendwas schon abgesichert zu haben und dabei zu sein, aber zum anderen war auch voller Fokus darauf, irgendwie das Mixed noch zu retten. Welche persönlichen und sportlichen Ziele hast du dir für die Olympischen Spiele in Paris gesetzt? Meine Ziele sind definitiv, wie auch schon gesagt, dabei sein ist alles, ist nicht mein Motto unbedingt. Ich will, wenn ich teilnehme, auch oben mitspielen und habe mir, mein Kindheitstraum ist einfach, irgendwann eine olympische Medaille mit nach Hause zu nehmen. Und von daher halte ich daran fest. Die Konkurrenz ist sehr, sehr stark und ich weiß auch, dass das schwierig wird. Aber das ist einfach mein Ziel, wenn ich dabei bin. Ich probiere alles dafür und so gehe ich da auch in das Turnier rein. Du hast ja in den drei qualifizierten Olympischen Spielen, bei denen du jetzt dabei warst, verschiedene Rollen gehabt. Wie würdest du deine ersten Spiele beschreiben? Wie würdest du vielleicht auch Tokio dann beschreiben unter dieser Prämisse Corona, das ja komplett anders war? Und was erwartest du dir vielleicht auch jetzt noch von den Spielen innerhalb Europas ja auch? Also Paris ist ja quasi ums Eck. Ja, definitiv. Also ich meine, gerade wir leben in Saarbrücken, das ist mit der Bahn 1:50 Stunden, dann sind wir mitten in Paris. In Tokio, das waren natürlich meine ersten wirklichen Spiele. Rio war alleine als Sparring und als junger Athlet dort zu sein, das war einfach genial. Die Atmosphäre, das ganze olympische Dorf, die ganzen Sportler kennenzulernen, im Aufzug mit Lena Gerke zu stehen, wo ich so ganz klein jung war, dachte ich schon, ja, Wahnsinn, irgendwie wie viele Promis hier auch unterwegs sind. Und auch einfach Olympische Spiele an sich, der Wettkampf in der Halle zu sein, zuzuschauen, wie die sich da messen. Da war mir einfach klar, das ist mein großes Ziel, mein großer Traum. Und Tokio habe ich es mir dann erfüllt, als Spieler selbst. Leider waren die Umstände in diesem Corona-Jahr eher bescheiden. Ich meine, mit Plexiglasscheiben in einer Mensa zu sitzen, das Kennenlernen anderer Sportler war einfach nicht gegeben. Und wenn ich alleine die Bilder auf dem Podest anschaue, ich war selbst nicht auf dem Podest, aber wie die alle mit Maske da stehen und da kein Lächeln zu sehen ist und so weiter, es ist halt schon was anderes. Und von daher freue ich mich umso mehr auf Paris. Wie gesagt, ist ums Eck. Die Familie kommt vorbei, viele Freunde, Bekannte, auch Fans. Und da einfach eine schöne Zeit zu haben, erstmal Vollgas, alles im Wettkampf zu legen und dann auch danach noch ein bisschen dieses olympische Flair-Feeling aufzusaugen. Jetzt werden wir auf den Bereich ein bisschen Ernährung eingehen. Welchen Stellenwert hat das Thema Ernährung bei dir, beziehungsweise bei euch im Verband vielleicht auch? Ist es üblich, mit Nahrungsexperten zu sprechen? Also für mich hat das schon einen sehr hohen Stellenwert. Ich habe einfach gespürt, ich hatte 7 Jahre lang chronisch Schienbeininnenkante eine Entzündung drin. Oder es wurde gesagt, es ist chronisch, sagen wir es mal so, von Ärzten. Und dass man da auch nicht mehr viel machen kann. Und bin dann halt durch
Athletiktrainerwechsel und auch durch auf dem Institut in Bonn aufmerksam geworden, die das Thema Ernährung voll angegangen sind, auch gerade diese entzündungsarme oder entzündungshemmende Ernährung, und habe dann einfach Vollgas 3-4 Wochen alles umgestellt Richtung ketogene Ernährung. Und es war krass, was für Effekte ich hatte. Ich habe gespürt, Fett hat sich reduziert, aber Muskelaufbau war da. Der Fluss im ganzen Körper, einfach nicht dieses Festsitzen von schlechten Stoffen. Ich bin sehr sensibel, was das Körperempfinden angeht. Und ich hatte einfach das Gefühl, dieser ganze Fluss war einfach da. Ich hatte so wenig Entzündung wie noch nie im Körper. Ich konnte so trainieren wie noch nie. Also von daher war das so der Startschuss, wo ich richtig gemerkt habe, was für einen Unterschied das machen kann. Ich habe aber auch schon vor 10 Jahren darauf geachtet, mich gesund zu ernähren. Aber so gezielt gesund zu ernähren, würde ich auch sagen, das fehlt einfach noch am OSP oder auch im Verband. Wir haben Ernährungsberater und die werden auch genutzt. Trotzdem fehlt für mich da ab und zu auch nochmal so ein richtiges Expertenwissen, wo man einfach spürt, was für einen Unterschied das machen kann. Wie beeinflusst die Ernährung die Leistungsfähigkeit eines Profi-Badminton-Spielers? Ja, wie gesagt, ich finde, die Ernährung ist einfach die Basis. Wenn ich nicht von meinen Nährstoffen gut abgedeckt bin, wenn ich Entzündungswerte im Körper habe, kann ich zum einen weniger Vollgas geben im Training, zum anderen fallen auch öfters mal Trainingseinheiten aus. Und es ist einfach extrem wichtig, dass man auf seine Trainingsstunden kommt. Und von daher ist es für mich einfach so die Basis. Die muss stimmen. Mit der Ernährung kann man dann halt auch einfach immer weiter aufbauen. Deswegen denke ich mir auch immer, jeder junge Athlet sollte eigentlich einmal so ein Check-up machen. Wirklich so ein großes Blutbild, genauestens alles analysiert bekommen und einfach mal von da an starte ich mit einem gesunden Körper, weil die meisten wollen dann auch einfach lange spielen. Und ich habe mich sehr, sehr lange jetzt schon gut ernährt und ich glaube, das kommt mir auch zugute. Möchte ich auch noch 4 Jahre weitermachen und von daher glaube ich, dass das einfach für jeden Badmintonspieler sehr wichtig ist. Welchen Einfluss hat denn die Ernährung auf deine Regeneration und auf deine Verletzungsprävention? Ja, einen großen Einfluss. Also definitiv. Ich glaube einfach, dass der Körper alle Baustoffe und alles an Mikronährstoffen braucht, um bestmöglich aufgestellt zu sein, um sich zu regenerieren, als auch gerade bei einer Verletzung wieder die Entzündungswerte recht gering zu halten. Und um schnellstmöglich zurückzukommen, ist für mich wichtiger Bestandteil und wie eben gesagt, auch die Basis einfach für einen Sportler. Welche Nahrungsergänzungsmittel nimmst du aktuell und warum nimmst du sie? Ich nehme eigentlich rein nur noch die MitoCare-Produkte plus ein Omega-3-Öl. Sonst Leinöl, Omega-3-Öl, Premium-Mineralien, Mitochondrien Sport, Orthobone, Orthojoint, Orthotendon und ich habe noch Aminosäuren Sport. Also es ist recht viel, aber wir wollten ja auch, dass ich bin immer okay damit, weil ich möchte meinen Körper einfach bestmöglich unterstützen. Und ja, wie gesagt, ich bin überzeugt von den Produkten, von der Qualität und von daher kann ich das auch guten Gewissens weiterempfehlen. Kannst du dann eine spezielle Erfahrung berichten, bei der Nahrungsergänzungsmittel einen deutlichen Unterschied in deiner Leistung oder in deinem Wohlbefinden gemacht haben? Ja, das war definitiv, wie auch eben beschrieben, der Moment, wo ich diesen Energiemangel hatte, wo ich einfach gespürt habe, irgendwas passt in meinem Körper nicht und ich würde gerne Vollgas geben, aber ich kann nicht. Es war vielleicht auch ein bisschen mental, aber auch körperlich, denn das spielt ja immer so, ist ja irgendwie zusammenhängend eine Rolle oft. Und dementsprechend haben mir da die Produkte definitiv geholfen, wieder zu meiner vollen Energie zu finden. Und recht schnell, innerhalb von, ich glaube, es waren so 2 Monate, danach war ich fast wieder normal. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du noch einen Zyklus nach den Olympischen Spielen in Paris
begehen möchtest. Wie sieht denn ansonsten deine Zukunft im Badminton aus nach den Spielen in Paris? Ich freue mich tatsächlich auf die Zukunft. Ich habe Bock, 4 Jahre weiterzumachen und bin so gut aufgestellt wie noch nie. Deswegen, manchmal wünschte ich mir, ich hätte das schon mit Anfang 20, das ganze Setup so gehabt, auch von der Ernährung her und so weiter. Aber bin froh, dass ich jetzt sehr gut aufgestellt bin. Und ich werde da nochmal neu angreifen. Mein klares Ziel ist diese olympische Medaille. Und auch einfach, ich möchte mit Spaß und Freude die letzten 4 Jahre angehen, aber auch weiterhin diesen Ehrgeiz, den ich schon immer hatte, und dieses Energiegeladene, alles da reinzustecken. Und ich habe den großen Traum und möchte mir den auch sehr gerne erfüllen. Danke dir für die Zeit. Danke auch. Danke für die ausführliche Beantwortung der Fragen. Und wir wünschen dir für Paris alles Gute. Dankeschön.